Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße die lieben Löwen, Löwe-Aszendenten. Und solltest du Planeten im Löwen haben, wie Mond, Venus etc., schaust dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du ein persönliches möchtest, ich bin heute auch so ein bisschen Rückläufer Merkur, dann schau bitte unterhalb von dem Video in die Infobox. Dort ist meine Website und du kannst mich sehr gern kontaktieren. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht es euch einfach um und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. So, meine lieben Löwen, willkommen im April. April, April, der weiß nicht, was er will. Und dazu haben wir noch rückläufigen Merkur und der wird uns den Monat begleiten. Das bedeutet Verzögerungen, Missverständnisse, irgendwas vergisst du vielleicht oder so. Also alles so eine Sachen. Aber gleichzeitig ist er im Widder. Und Widder ist ja immer so eine Energie, wo ich sage, also Mut, vorwärtsgehen, Startschussenergie. Und das kann auch sein, also ich sag mal so, die Kraft der Worte, ganz, ganz wichtig diesen Monat, nicht vorschießen. Und ansonsten ist das so, Widder hat ja auch diese Mutenergie. Und vielleicht ist irgendwas bei euch, wo ihr sagt, also das wollte ich schon lange machen, das habe ich auf die lange Bank geschoben, ja, irgendwas Neues anzugehen. Und das mal vorzubereiten. Ne? Und jetzt hat man den Mut und sagt, jetzt ziehe ich das Ding durch. Jetzt ziehe ich das Ding durch. Jetzt bereite ich das vor und dann kann ich losgehen. Wenn ihr was unterschreibt, lest es dreimal. Bei Reisen kann es eben passieren, dass es Verspätungen gibt etc. und so weiter. Ja, aber der rückläufige Merkur, das ist auch ist eine schöne Zeit, um Liegengebliebenes aufzuarbeiten und eine Vorbereitung zu machen für das, so, ja, man kann auch Neuanfänge machen, überhaupt keine Frage. Aber man geht das, es geht langsamer. Es geht nicht so zacks und los geht's, ne? Dann haben wir eine Konstellation, die sehr schön ist diesen Monat. Das ist Jupiter und Uranus. Ihr wisst ja, Uranus ist der Elektrizitätsplanet. Ja, der kommt so ganz schnell, bringt Veränderung, Wandlung. Und mit Jupiter zusammen ist das so plötzliche Veränderung. Plötzliches Glück kann reinkommen, plötzliche Wendungen. Das ist eine schöne Konstellation. Das ist eine der schönsten Konstellationen, die wir haben. Und es kommen viele unerwartete Dinge, aber positiv. Und das ist sehr schön. Ja, und dann sage ich mal so, es gab ja jetzt die Ostermärsche, die Friedensmärsche. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, gerade jetzt, weil wir auch eine Planetenkonstellation haben im April. Das ist so ähnlich wie, wo damals irgendwie der Ukraine-Krieg angefangen hat und alles sowas. Also so ein bisschen kriegerische Sachen kommen da. Und deswegen ist es wichtig, vielleicht sich nicht mehr zurückzuhalten, wenn man sagt, ja, ich mische mich da nicht ein, ich sag mal nichts, es wird schon alles gut werden, wirklich auch mal zu sagen, also ich bin für Frieden und ich bin nicht für Krieg. Ja, was jetzt hier abgeht, das geht gar nicht. Und das auszusenden, es bringt schon unwahrscheinlich viel. Ja. So, und ich quatsche heute nicht so lange, sondern ich fange an. Und wir wollen gucken, was das Thema für euch des Monats ist, liebe Löwen. Auf was dürft ihr euch freuen? Was soll bei euch kommen? Was haben wir denn? Selbstständigkeit. Du bist die geborene Unternehmerin. Dein Unternehmen ist in magische Möglichkeiten gehüllt. Selbstständigkeit ist immer sowas, dass du Eigenverantwortung übernimmst. Das ist schon das Erste. Ja. Es kann sein, dass du dich selbstständig machen willst, dass du eine gute Vorbereitung jetzt machst, dass du was Neues auf die Füße stellst. Ja. Aber das hat auch viel damit zu tun, vielleicht managst du auch die Familie, will ich ja nicht ausschließen, aber das Zeug dazu hast du. Als Löwe hast du immer das Zeug dazu, weil da bist du der Anführer. Und ich glaube, das muss jetzt wieder mal rauskommen, meine Sonnenscheine. Ne? Dir wird geholfen, hinter den Kulissen ist der Himmel dabei, dir zu helfen. Ja? Selbst wenn du es noch nicht erkannt hast. Und vielleicht hast du irgendwas ausgesendet und glaub mal daran, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir alle nicht beschreiben. Ja, wir kriegen immer mehr Informationen, aber wir können es nicht fassen und unser Verstand kann das manchmal nicht begreifen. Aber du hast irgendwas ausgesendet, ja, und hier wird dir geholfen, also kriegst Unterstützung. Mal gucken, was das Thema mit dazu ist. Was kommt hier? Flammende... Ach so, ich habe was vergessen. Die Venus ist im Widder. Und das bedeutet, das ist ja die Liebe. Ne? Und die Liebe ist so, wir kommen von den sanften Fischen, von der Romantik, kommen wir jetzt so
zu dem stürmischen Widder. Und da ist das so, das ist Leidenschaft, das ist Begierde, das ist so Kamsa Sieg, der, was ist jetzt? Ne? So was ist das? In der Liebe sehr leidenschaftlich. Und bei euch kommt Flammen der Begierde. Lass sie in einem hellen Licht erstrahlen und meide dunkle Wege. Also, du bist hier in Möglichkeiten gehüllt, wenn du was auf die Füße stellen willst. Ja? Mach das aber mit Leidenschaft. Hol das hervor, ja, brenne für eine Sache. Wenn du für was brennst, ja, ist das was ganz anderes. Dann hast du also überhaupt nicht die Bedenken, dann gehst du vorwärts. Eine schöne Energie, das gefällt mir. Wir gucken mal, was die Themenkarten sind. Was sind die Themenkarten für euch? Na, das ist ja Begierde. Naja, Harry hat hier was vorgefahren, was machen wir denn jetzt? 9 des Frühlings, ja, du hast noch ein bisschen Bedenken, ja, schützt mal alles noch so, da ist so, ich guck mal raus, ganz so ist es noch nicht. Ja, ja, ich sehe das schon, du musst ja eine Entscheidung treffen für was. Also, der Wagen, ja, der Wagen ist Harry. Harry, unser Harry, hat den Wagen vorgefahren. 2 Marken, steig doch mal ein. Weil der Wagen sagt immer so, Erfolg durch Hingabe, hier, hab Leidenschaft für eine Sache und Disziplin. Also, bleib dran, zieh dein Ding durch. Feiere das bisher Erreichte im Rampenlicht stehen. Ja, der ein oder andere könnte im Rampenlicht stehen. Vielleicht, ja, Schauspieler, Musiker, alles was in der Art, ist vollkommen egal. Aber hier ist was, das ist eine Erfolgskarte und das ist eine schnelle Karte. Hier soll man irgendwo sich entscheiden. So, ich glaube, ihr könnt euch noch nicht entscheiden, denn die 2. Karte ist das feiernde Paar. Ist das nicht schön? Ja, also ich sag mal so, wenn ich das sehe, dann ist das so, da kam was. Jetzt nur mal in der Liebe, könnte das so sein. Du musst dich entscheiden. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hier ist eine Anziehungskraft, hier ist eine Begierde. Ja, hier ist wie Magie. Und hier will dich jemand heiraten. Ja, das ist die Hochzeitskarte übrigens. Ja. Nur mal so. Aber du gehst zum Rückzug, siehst schon. Ne? Du musst erstmal drüber nachdenken. Nein, aber davon abgesehen, die 4 des Frühlings sind immer die Säulen des Lebens. Das ist Gesundheit, das ist Beruf, das ist dein Umfeld und ja, das sind deine Freunde. Und hier soll irgendwas kommen, weil du dankbar sein sollst. Du hast hier irgendwas zu feiern, tiefe Gefühle von Frieden und Glück, ein erfülltes persönliches Leben und das ist eine wunderschöne Karte. Das ging in der Arbeit auch feste Verträge sein, vielleicht willst du was Neues machen oder willst dich selbstständig machen und hier kann was kommen, wo du ein Angebot kriegst, wo du dich aber schnell entscheiden sollst, was sehr gut wäre. Der Eremit sagt mir, du gehst noch mal ein bisschen in deinen Rückzug. Du musst erst mal drüber nachdenken, den richtigen Weg zu finden. Ist aber keine schlechte Energie. Das ist ja immer so der dem Licht aufgeht, ne, im Dunkeln. Der sich mal zurückzieht und dann zack, geht das Licht an und man sagt so, aha, jetzt weiß ich, wie ich es angehe. Das ist eine sehr schöne Karte, ja. Das muss ich sagen, das ist eine sehr schöne Karte. Wir werden mal gucken, wir nehmen mal die Astro-Karte und wollen mal gucken, was das ist. Was ist der Wagen? Was ist der Wagen? Das ist eine tolle Energie, das ist eine Erfolgsenergie, ja. Der Wagen ist Venus, wirst du in der Liebe hier irgendwie gefordert, ja. Das ist eine Waage übrigens, kannst du mit einer Waage zu tun haben. Zeit für Genuss und Liebe, hier geht es um die Liebe. Bei dem Wagen geht es darum, dass du dich entscheiden sollst, ne? Gibst du dem nach oder gibst du dem nicht nach? So sehe ich das hier. Sehr spannend, ja? Wir hatten sich umgedreht, Neptun, ja? Du bist noch ein bisschen unsicher. Das ist so, nicht, dass es eine Blase ist, was hier kommt, ja? 4 des Frühlings, ja, die Jungfrau, ja, ist mir klar. Hier kommt was, egal in welcher Form. Hier kommt auch was, wo du mit Leidenschaft vielleicht an der Arbeit rangehst, wo du was machen willst, ja? Aber hier ist es so, du analysierst das Ganze erstmal. Sagst, ja, wenn es ein neuer Vertrag ist oder wenn hier was Neues auf die Füße gestellt wird, dann muss ich mir das erstmal angucken. Das ist Jungfrauenergie. Jungfrau analysiert. Ne? Das ist, man ist neugierig, aber man will erstmal alles wissen. Man will sich das erstmal, das ist richtig. Eremit ist auch eine Jungfrauenergie. Das ist genauso. Aber das ist nicht schlimm. Also hier willst du erstmal gucken. Ja? Bin ja gespannt. Was ist der Eremit? 6. Haus. Hier geht es ganz, ganz viel und dein tägliches Leben. Vielleicht kommt hier was, was dein tägliches Leben, deine Routine, na, so wie du dein Tag, so dein Tagesablauf, was da alles kommt, was das total auf den Kopf stellen würde. Vielleicht willst du dich selbstständig machen. So, dann läuft das nicht mehr so hier früh noch ein Frühstück machen für die Kinder und das noch und das noch. Also brauchst du Unterstützung, ja. Oder du musst andere Wege nehmen, ja.
Oder du hast vielleicht jetzt in der Entfernung zurückzulegen, weil der Wagen kann auch von der Entfernung sprechen. Vielleicht musst du auch umziehen dazu, wenn du was Neues auf die Füße stellen willst. Oder in der Liebe, wenn du jemanden kennenlernst, der weiter weg ist. Und das stellt dein ganzes Leben auf den Kopf. Und das musst du dir erstmal durch den Kopf gehen lassen. Ja? Also hier geht es um dein tägliches Leben, dass sich da eine große Veränderung breit machen wird. Und darüber willst du erstmal nachdenken und willst nicht sofort entscheiden. Ja, ist ja nicht schlecht, ne? Dieser Monat ist ja einfach dafür gedacht. Wir wollen mal gucken, was das Tarotzeug ist. Was habt ihr denn überhaupt? Was ist überhaupt los bei euch? Ja? Aber 1, 2, 3, 4, 5. Aber ihr habt eine schöne Energie, ja? Königin der Münzen. Kann auch ein König sein, ja? Das ist auch wieder Jungfrau Energie. Jungfrau Stier Steinbock. Das könnt ihr sein, das kann aber auch jemand sein, als ob er hier was zurückbekommt. Dann habe ich einen König der Kelche. Ich denke, es ist eure Energie. Ihr kommt mehr in eure Kraft, in euren Wert. Ja, guckt mehr auf euch. Also euch muss es bei der Sache auch gut gehen. Es geht nicht nur darum, dass es anderen gut geht. Also hier seid ihr auch gefragt, ne? Also was haben wir denn alles hier? Jo, was ist denn hier los? Irgendjemand hat dir dein Herzlein gebrochen. Das schwingt noch mit. Das ist so, irgendwelche, du hast, das schwingt was bei dir mit. Irgendwo bist du so, deine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Irgendwas war hier, ja. Und es kann auch jetzt sein, aber hier schwingt irgendwas mit, ja, wo du sagst so, oh Mann, ey, wenn mir das nochmal passiert. Deswegen bist du vielleicht so zögerlich, irgendwas einzugehen, falls du schon mal hier was gehabt hast, was nicht funktioniert hat, sag ich mal so. Was haben wir denn alles, ne? Ja, du kannst aber die Arme hochreißen, ja. Das ist so. Du kommst, das sind hier die neun der Münzen und das ist eigentlich so die Karte, wo ich dir sage, ja, weil die Sonne ist dabei, du hast alles, was du willst. Hier ist was, wo du in deinen eigenen Selbstwert wiederkommst. Ja, diese Selbstständigkeit, geborene Unternehmerin, du kriegst deine Kraft zurück, du organisierst vielleicht dein Leben neu, ja, du wirst irgendwelche Dinge anders machen, du kriegst deinen Selbstwert und das ist so die Karte, ich habe meinen Selbstwert wieder, ja. Hier. Ja, hier war mal was, ja, oder ist noch, aber trotzdem kommst du wieder in deinen Wert, weil deine Karte ist gefallen, die Sonne, ja, die Sonne im Reading, das ist Strahlen, ist die beste Karte, Optimismus, vorwärts gehen, als ob hier sowas Glückliches kommt, das sind diese Wendungen, diese glücklichen Wendungen und hier hat es ganz viel wieder mit vier der Stäbe, mit festen Verträgen, mit einer Basis im Leben, mit deinen Säulen im Leben zu tun, dass die alle so in Einklang kommen, dass du zufrieden bist und dass du glücklich bist. Es ist so, als ob du hier irgendwas neu umorganisierst. Weil hier hat das auch viel mit, es hat mit Verträgen zu tun, aber hier hat das viel mit deinem normalen Leben zu tun. Mit deinem Ablauf, mit deinem täglichen Ablauf. Dass du merkst, es geht mir so auf den Zeiger immer dasselbe. Jetzt will ich was anderes machen, es funktioniert das nicht. Ist ja meistens so, ne? Und ich muss hier was umstellen. Ich muss was umstellen. Du stellst hier irgendwas um. Und du brennst für was. Das ist ganz wichtig. Du brennst für eine Sache. So, was haben wir denn noch? Und die letzte Karte ist, ja, aber da ist noch so ganz durchschießen kannst du noch nicht. Der Mond sagt immer so, deine Seele hat dir auch was zu sagen, ja? Lebst du überhaupt deine Berufung? Tut dir das überhaupt gut? Willst du einen anderen Job haben oder irgendwas in der Art? Was willst du denn verändern? Ja, und dann kann das nicht gut gehen. Das sind auch immer ein bisschen Ängste. Man weiß es nicht so. Na, das sind immer so. Der Mond ist immer so wie die Zyklen des Mondes. Na? Also, ich sag mal so: Neumond, da hast du Lust auf was Neues, was anzugehen. Da hast du den Mut. Ja, Vollmond, da willst du irgendwas loslassen. Ja, dann hast du die anderen Mondphasen zwischendurch. Dann hast du noch eine Finsternis da drin. Da verzweifelst du. Da denkst du so: Ich mache überhaupt nichts. Ne? Ich ziehe mich hier zurück. Ihr könnt mich alle mal. So was in der Art ist das. Hier sind noch ein paar Befürchtungen. Aber es ist die Sonne in einem Deck ist immer so, dass alles, was hier kommt, gemildert wird. Ja? Also ist alles nicht, ist alles halb so schlimm, sag ich mal so. Du, okay, ja, das gebrochene Herz ist auf das gebrochene Herz gefallen. Ja? Das gebrochene Herz, hier ist irgendwas. Du bist traurig. Irgendwas hat nicht geklappt. Irgendwas ist in deinem Leben, was nicht geklappt hat. Du hast irgendeine Vorstellung gehabt und wolltest was und das hat nicht funktioniert. Ja? Aber ich sag mal so, ich habe hier, dir wird geholfen, ne? Ja, da oben, die gucken, ne? Es ist nicht so, dass die nicht gucken. Ja, die gucken schon, die sagen, da musst du aber raus aus der Nummer, ne? Da musst du raus, ja?
Denn das Schicksal bringt dir ja was. Rat des Schicksals. Das sind die plötzlich unerwarteten Ereignisse. Damit hast du nicht mehr gerechnet. Du hast so eine Phase, wo du enttäuscht bist. Das ist so, ich bin enttäuscht irgendwo. Ich hatte mir was vorgestellt und das hat nicht geklappt. Ist egal, in welcher Form das ist. 9 der Münzen. Jetzt kommst du aber in deine Puschen. Dann hast du die Krone wieder auf, kommst langsam dahin. Ja, deine Karte ist gefallen. Na also, ich sag mal so, als Löwe hast du Mut. Da gehst du vorwärts, du traust dich, du bist ein Anführer, ja, du bist ein Optimist. Und machst es langsam. Ich sag mal so, du machst es langsam. Du guckst langsam mal raus, ne? Schicksal bringt dir irgendwas und du guckst mal so langsam raus. Ne? Können auch plötzliche Gedanken sein, ja, wo du sagst, naja, aber nicht verletzen. Aber dann kommt deine Karte, das ist deine Stärke. Ja? Da zeigst du mal, wo der Hammer hängt. Also hier sehe ich das nicht so. Hier sehe ich das so, dass der Mut wieder hervorkommt. Der Mut, dass du sagst, ja, mein Gott, ja. Aber jetzt bin ich wieder dran. Das ist mein Leben. Die Sonne, eine der schönsten Karten. Was ist die Sonne? Die Sonne, was haben wir denn hier? Ach Gott, nö, ha? Ach Gott, nö. Ja, hier ist mal was kaputt gegangen, das sehe ich schon. Ja, und hast ein Mangeldenken gehabt. Und naja, das kann auch mit Finanzen zusammenhängen, es kann mit allem zusammenhängen. Jetzt willst du was Neues machen oder willst irgendwas... Hier geht es eigentlich mehr darum, dass du irgendwas so in dir verändern willst. So merke ich das. Das muss wieder hervorkommen, dein Feuer, was du hast. Ja, und hier ist was. Also hier kommt jemand auf dich zu. Ja, also das wird vorbeigehen. Hier kommt jemand auf dich zu. Sehr nett, sehr liebevoll. Ja, sehr strukturiert kann dein Chef sein. Kannst vielleicht was Neues angeboten kriegen. Oder du hast jemand, der dich unterstützt. Falls du dich selbstständig machen willst, das will ich ja nicht ausschließen, oder falls du was Neues angehen willst, vielleicht willst du das mit jemand gemeinsam machen. Also wie hier, überall, hier wird dir was angeboten. Ja, das ist cool, man. Der macht das aber sehr liebevoll, aber trotzdem ist der strukturiert. Der kann nicht so, ja. Der bezirzt jetzt nicht so, wenn der dir irgendwas anbietet. Der macht das sehr nett, ja. Aber das ist so, der ist schon im Kopf, der ist strukturiert, der hat einen Plan. Der hat immer einen Plan. Der hat einen Plan und der sagt, dass ich so, so könnte es gehen. 4 der Stäbe. Nochmal 4 der Stäbe. Junge. Tja, wie sage ich so schön? Plötzlich unerwartete Ereignisse. Und hier kommt der Turm. Und der Turm sagt so, entweder lässt du hier was Altes komplett mit einem Schlag fallen, ja, dass du dich aus irgendwas befreist, dass du was Neues kriegst und du sagst, jetzt reicht's, ne? Jetzt reicht's, immer werden meine Erwartungen nicht erfüllt, immer kriege ich nicht das, was ich möchte. Ja, 2 Möglichkeiten, wir sehen mal, was der Mond zeigt. Und dann machst du einen absoluten Neuanfang. Du machst hier in einem bestimmten Bereich, ist es so, als ob irgendwas wegbricht, aber das ist nicht schlecht, ne? Das ist nicht immer schlecht, das ist nichts Schlechtes. Es bricht was weg. Und dann kannst du sagen, okay, und jetzt geht's los. Sieh, das ist meins, ja. Aber hier kommt was plötzlich. Also plötzlich ein ganz neuer Vertrag in dein Leben treten, ja. Wo du was, das ist ja, ja, wir wollen sie befördern oder wir wollen das. Das kann ja sein, ne. Oder ganz was anderes, wo du erstmal vielleicht eine Entfernung hast und du sagst, oh, das mache ich nicht, ne. Da habe ich hier 5 Kilometer mehr jeden Tag. Ja, aber im Endeffekt ist es gut für dich. Ja, weil das ist so, als ob du so die Belastungen und so diese Enttäuschungen, was du hast, mit einmal ablegen kannst. Und das ist wunderbar. Der Mond, das ist so, wir werden mal sehen, was sagt der Mond? Was sagt der Mond zu euch? Ach, meine Löwen, das ist ja. Ja, du hast unwahrscheinlich viel Last und Bürde mit dir rumgeschleppt. Und die 10, das ist immer das Schöne, du hast die Belastung, du hast auch manchmal wahrscheinlich, du bist ja so, ne? Du nimmst das Zepter in die Hand und dann hast du dir so viel aufgebürdet, ne? Da hat schon der Rücken weh getan, da konntest du schon gar nicht mehr nach hinten dich beugen, ja? Weil der, ja?
getan hast. Und die 10 sagt immer so, du wirfst diese Belastung ab. Du hast vielleicht Angst, dass diese Belastungen wiederkommen. Die kommen aber nicht wieder. Kann ich dir jetzt schon sagen, du jonglierst. Du weißt noch nicht, was du tun sollst. Ne? Aber du kriegst ganz, ganz viel positive Nachrichten. Ganz schnelle Kommunikation, positive Nachrichten. Ja, du willst neue Wege gehen. So jetzt mehr nicht. Ja, du holst dein Feuer hervor, deine Begierde, deine Leidenschaft, die Königin der Stäbe, das bist du. Du könntest ganz viel mit jemandem zu tun haben, der Erdenergie hat, weil die lag unten drunter. Mhm. Was soll ich sagen? Also, wir machen erst mal das Allgemeine. Also, du kriegst ganz viel positive Nachrichten, hier kommt Kommunikation, hier beginnt irgendwas dann relativ schnell, ja. Das ist alles so ein bisschen schicksalhaft. Du hast schon lange einen Wunsch, neue Wege zu gehen. Hast du schon lange. Du bist nicht mehr erfüllt, hier vorne. Du bist nicht mehr erfüllt, in deinem ganzen Leben übrigens. Es ist nicht nur die Arbeit oder irgendwas. Du willst ein bisschen was verändern, ja? Und du möchtest auch diese emotionale Erfüllung haben. Also, ja, das ist so, du musst dich einfach wohlfühlen. Und so sag ich so, das ist so eine Karte für mich, wo ich dir sage, naja, mir geht's gut. Hm? Mir geht's gut. So. Hier kommt aber was, was deine Leidenschaft entfacht. Was irgendwas ist, was du sagst, boah, das ist es. Das ist es, ja. Und ich sehe, dass du auch schon, das ist so eigentlich die Karte, wo ich sage, du hast lange Zeit auf irgendwas gewartet, ja. Hast du wahrscheinlich, ne. Und die Karte ist aber auch gleichzeitig eine Geldkarte. Hier kann Geld ins Haus kommen, will ich nicht ausschließen. Aber das ist auch sowas, wo ich dir sage, das ist auch eine Erntekarte. Ja, vielleicht brauchtest du eine Zeit für dich des Rückzuges, um überhaupt über irgendwas erstmal nachzudenken, was du tun willst, ja. Und dann kannst du das auch ernten, weil hier ist alles auf Ernte, hier ist 3 der Münzen. Das ist so neue Pläne, neue Zusammenarbeit, neue Aufgaben, also wo sich was rauskristallisiert, wo man sagt, doch, das könnte ich machen. Tja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe die Siegeskarte und die 2 der Kelche. Es wird absolut dich erfüllen. Es wird dich sehr erfüllen. Ja? Wenn du hier eine Veränderung machst, neue Wege gehst, ja? Erstmal drüber nachdenkst, ein bisschen so dein tägliches Leben veränderst, ja? Dann kommt hier was Wundervolles. Und es kann sein, dass du aus einem alten Vertrag rausgehst, dass was Neues ganz plötzlich kommt. Und auf einmal kommen die Chancen, auf die du schon lange gewartet hast. Es ist ja immer so, wenn ich sage, neue Wege gehen. Ja, wer geht von sich aus neue Wege? Die wenigsten. Da muss irgendwas kommen von außen. Und dann musst du sagen, das ist es. Ich traue mich jetzt. Aber trotzdem überlegt man, neue Sachen sind immer so, man weiß ja noch nicht, wie es sich entwickelt, was kommt, man hat Befürchtungen und aus den Gedanken darfst du gerne rausgehen. Strahl einfach das aus, ich freue mich auf das Neue, du freust dich einfach. So, das war jetzt mal das Allgemeine, meine Engel. Liebe, du wirst dich entscheiden müssen. Haha, damit hast du gar nicht gerechnet. Und da ist eine Leidenschaft, da ist eine Begierde, ja. Hier will jemand was Festes. Und du ziehst dich aber erstmal zurück. Du sagst, wenn ich jetzt was Festes habe, das wird mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Herzschmerz, doppelter Herzschmerz. Oh, hast du Herzschmerz gehabt. Irgendwas wolltest du vielleicht schon mal. Vielleicht wolltest du auch schon mal eine feste Beziehung und. Aber irgendwie ging das noch nicht. Jeder hat andere Vorstellungen gehabt. Ja, und dann ist man enttäuscht und dann sagt man sich so, boah, ich öffne mich überhaupt nicht mehr, da bleibe ich für mich selber, das sehe ich nämlich hier, ne? Da bleibe ich für mich selber und ich habe auch die Kraft und ich bin gut und ich organisiere mein Leben und ich bin jetzt Single, ja? Ich bin jetzt Single, weil hier kommt mir keiner mehr zu nah, ne? Zu so in dem Maße. Schicksal kommt aber hier. Du kannst nichts gegen Schicksal machen. Das ist Jupiter, das ist Uranus. Und ich habe vorhin gesagt, plötzliche Wendungen, plötzliche Veränderungen. Damit rechnest du überhaupt nicht. Du kannst Pläne nochmal über den Haufen werfen. Die fangen nochmal neu an. Weil die Sonne, du wirst strahlen.
Du hast noch ein bisschen mangelnden Selbstwert, weil mal was zerbrochen ist, ja. Es kann mit jemandem zerbrochen sein, sag ich mal so, der sehr kühl war, ja, will ich nicht ausschließen. Wo eben das normale Leben funktioniert hat, aber wo, ich sag mal so, die Liebe ein bisschen kurz gekommen ist, ja, wo man nur Pläne gemacht hat, wir müssen jetzt das anbauen, wir müssen jetzt den Garten machen, wir müssen das machen, das machen, sowas in der Art, ne? Deswegen zwei Möglichkeiten. Aber hier kommt was auf dich zu, weil du sollst wieder strahlen. Die Sonne mildert alles ab. Du kriegst wieder Optimismus. Hier kommt was auf dich zu, du flirtest wieder. Das kann ich dir jetzt schon sagen, du flirtest wieder. Entweder ist das jemand, den du kennst. König der Schwerter ist meistens jemand, den du kennst, aber egal. Oder es ist jemand Neues, vollkommen egal. Du wirst wieder flirten, das ist viel wichtiger. Es kann sein, für einige von euch, dass hier wirklich eine alte Beziehung mit einem Schlag zu Ende geht und du sagst, ich will jetzt was Neues. Das kann durchaus sein, ja? Dass jemand in dein Leben tritt, wo du merkst, das ist es eigentlich, das wollte ich schon lange und immer traue ich mich nicht. Und jetzt muss ich einfach mal mich befreien aus irgendwas und dann geht das zu Ende. Das will ich nicht ausschließen, ja? Und ansonsten ist das so, du wirst einen Neuanfang machen, das wird plötzlich kommen. Und also das ist sowas, wo ich dir sage, da kommt ein Mensch in dein Leben, und da ist alles da, ja, aber es war schon mal was. Und es ist so, als ob man sofort weiß, dass das ist das Richtige, mit dir will ich leben, also das funktioniert. Mit dir kann ich mir alles vorstellen. Und dann kann das plötzlich passieren und du machst einen Neuanfang, du bist über dich selber erstaunt. Aber das sind jetzt diese Momente, die kommen. Da kommt noch ein bisschen Angst, weil du viel Belastung mit dir rumgeschleppt hast, ne? Weil du vielleicht auch viel getan hast für andere. Du jonglierst noch, vielleicht jonglierst du zwischen alt und neu, das kann ja sein. Aber ich sag mal so, pscht, pscht, pscht. Schnelle Liebespfeile, wenn die Liebespfeile durch die Kante schießen, ja. Was willst du denn da machen? Da kannst du doch nicht einfach, du kannst in Deckung gehen, ne? Kannst du nur und dann, ja, die kommt trotzdem. Die Acht der Kelche sagt mir ganz eindeutig, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Du hast lange auf was gewartet. Lange. Sehr lange. Und hier könnte sich jemand auf den Weg zu dir machen. Will ich nicht ausschließen. Ja? Wenn das wirklich jemand ist, den du kennst. Und dann will man das neu angehen. Man geht es neu an. Man geht es anders an. Man will erfolgreich sein. Vielleicht redet man auch darüber, über Ängste, Befürchtungen. Aber das ist so eine Leidenschaft, da kannst du nicht widerstehen. Und die zweite Variante ist, dass du sagst, okay, ich beende hier alles, was ringsrum ist. Ich mache einen absoluten Neustart. Ne? Es klingt, ja, aber diesen Monat kann alles passieren. Ich mache einen absoluten Neustart. Ich traue mich jetzt. Und die Bedenken und Zögerlichkeiten, die sind am Anfang noch, aber irgendwie kriegst du immer mehr deine Kraft zurück, deine Sicherheit, ja. Und da ist eine Leidenschaft und du willst diese Leidenschaft. Vielleicht hast du ewig das nicht mehr gehabt und diese Flammen, ja, was in dir drin ist, das will jetzt mal raus. Und du wirst hier jemand kennenlernen oder es kommt jemand, egal was, wo du wirklich neue Pläne, neue Ziele hast, wo man es neu angeht. Wo das sehr erfolgreich wird, wo wirklich das erfolgreich wird, wo man weiß, okay, das ist unser Weg. Und zwei der Kelche ist die Liebe schlechthin. Das muss ich immer wieder sagen. Und das ist ja diese Zeitqualität, dass sowas zusammengeführt wird. Man geht keine faulen Kompromisse mehr ein. Und wenn man die schon lange hat, kann das von heute auf morgen sein, dass man sich aus ganz faulen Kompromissen mit einem Schlag befreit, der Turm. Ja? Weil irgendwas passiert in deinem Leben, du sagst jetzt Schluss. Jetzt ist Schluss. Ja, spannende Energie, ja, spannend. Also, bei euch wird es aufregend, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr werdet nochmal in euren Rückzug gehen, aber es wird im Endeffekt, wird es aufregend sein. Von den Sternzeichen her habe ich eine Waage, Jungfrau, Schütze, Löwe wie ihr, Löwe nochmal, was habe ich noch? Habe ich noch was Explizites? Nee, und ansonsten ist es so, Stier, Steinbock, Jungfrau, Waage, Wassermann, Zwilling, Krebs, Fisch, Skorpion und Schütze, Witter, Löwe. Ja? Wir wollen klar mal gucken, was die Engel der Liebe zu euch sagen. Das ist so spannend hier. Hier verändert sich dein ganzes Leben. Hier kommt was, wo dein Leben sich verändert. Hier kommt plötzlich ein Ereignis in dein Leben. Plötzlich, ja? Auf einmal war es da. Ja? Fantastisch. Ja, du brauchst keine Angst haben. Du hast noch ein bisschen Bedenken.
Weil liebe zuerst dich selbst. Naja, du bist schon mal, deine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Aber jetzt geh mal da raus, weil das ist Kladderadatsch. Das kann immer mal passieren, dass die Erwartungen nicht erfüllt sind. Da kommen zwei Menschen zusammen, ja, und jeder will was anderes. Und dann sagt man so, nee, ich will das aber so, so kenne ich das. Und der andere sagt, das kann ich aber nicht, ne? Ja, dann ist man enttäuscht. Aber ich sag mal, das Leben ist dafür da, um Erfahrungen zu machen und neue Wege auch zu gehen, ja? Und vielleicht geht man mit jemand Altes neue Wege oder mit jemand Neues. Das entscheidet ihr. Ja, und deswegen, das ist nur eine kurze Energie, weil Flammen der Begierde, Anziehungskraft, ja, wie Magnete ist das, wie Magnet ziehst du jemanden an und der dich, Wahnsinn. Und Flitterwochen, und das ist sehr schön, und Flitterwochen, hier oben liegt schon eine Reise, also Flitterwochen ist sowas, das kann eine Reise sein, hier kann eine Entfernung eine Rolle spielen, und Flitterwochen sind aber auch so, und das sehe ich nämlich hier, das ist eine Reise ins Leben, ja, was machst du jetzt? Ja, hier will jemand was Richtiges, also nicht nur so. Also hier ist jemand, der sagt, okay, ich kann mir das so und so vorstellen, das, das und das. Also das ist sowas, wo schon drüber gesprochen wird. Wie will man das gemeinsam? Es ist eine schöne Energie, ja. Da bin ich gespannt, da bin ich echt gespannt. Jetzt wollen wir mal gucken, was sagen die Herzorakel zu euch. Ja, das ist mir klar. Kommt nochmal, ja. Das ist die Zeit dafür. Man denkt, man kann das manchmal selber gar nicht so glauben, aber ihr werdet das jetzt im April merken. Das sind Veränderungen, 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 wo du denkst, ey, was geht denn hier ab, ja? Und du kriegst neue Gedanken und so weiter. Ja, Hingabe, gib dich doch mal hin, ne? Diese Begierde. Ja, aber was hast du denn zu verlieren? Tut dir doch gut. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Und das sehe ich genauso. Tja, Seelenpartner. Ja, und das ist genau das. Seelenpartner. Hier werden zwei zusammengeführt. Ja, zwei der Kelche ist, hier werden zwei zusammengeführt, die füreinander bestimmt sind. Und Erfolg. Ja, du brauchst überhaupt keine Angst haben. Das wird sehr erfolgreich. Das ist die Erfolgskarte dazu. Also hier deckt sich alles. Ne? Meine lieben Löwen, das wird was Großes. Das ist nicht Pillepalle. Ne? Also das ist so, hier kommt Erfolg in dein Leben. Hier kommt richtig Erfolg in dein Leben. Egal ob privat oder in der Liebe, hier kommt Erfolg in dein Leben. Du wirst hier was verändern und dann kommt dieser Erfolg rein. Und das ist fantastisch. So, jetzt wollen wir mal gucken, was für eine Kraft hier euch begleitet diesen Monat. Das ist ja auch mal. Schade, ich sag mal so, ich drehe irgendwann wieder draußen und dann hole ich mir den Frosch von meinem Teich, ja? Weil, küss mal einen Frosch, küss mal einen Frosch, ja? Du wirst mal sehen, was sich da entwickelt. Frosch. Sprung in eine neue Zukunft wagen, genau das ist es. Flexibel sein, anpassungsfähig, das kannst du. Spirituelle Kraft. Höherer Zustand in uns selbst, Dimensionssprung. Du merkst, dass du dir selber vertrauen kannst und das, was du aussendest, auch kriegst. Also da ist sowas, wo du sagst, ich habe positive Gedanken, ich weiß, dass das funktioniert und dann kommt das auch zu dir. Ja? Weil du das mit Freude angehst und weil du dir selbst vertraust. Du wirst den Sprung wagen. Ja, ja, vielleicht hast du ein Fröschlein geküsst und der entwickelt sich als Moa. Ja, kannst du nie wissen. Meine lieben Löwen, ich wünsche euch einen wundervollen Monat. Also das ist ein schönes Reading für euch. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue mich über ein Abo und ich freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona, ciao.